und hallo. Da es vor kurzem eine Review zum Schmeißer A15 gab, in dem vom Sachwissen oder Fachkenntnis nicht unbedingt so viel zu verspüren war, möchte ich euch jetzt hier mal in einem deutschsprachigen Video die Funktionen und die Hintergründe, warum ein Buffer so ist, wie er ist, näher bringen. Erstmal haben wir hier die zwei verschiedenen Grundtypen für Buffer. Das ist einmal ein Karbinlängsbuffer und wir haben einmal den Rifle-Längsbuffer. Im Karbinlängsbuffer sind drei Gewichte drin, wohingegen im Rifle-Längsbuffer fünf Gewichte drin sind. Beim Rifle-Längs gibt es praktisch nur den normalen plus halt verschiedene Tuning-Varianten, aber im Mil-Spec-Bereich gibt es nur den einen Buffer. Beim Karbin haben wir jetzt nochmal vier Untervarianten. Da gibt es hier den Standard-Karbin-Buffer, dann gibt es ihn als H1, H2 oder als H3. Bezieht sich auf die Gewichte, die im Inneren verbaut sind. Beim Standardbuffer haben wir drei Stahlgewichte drin. Und beim H1, 2 und 3 haben wir je nachdem der Zahl im H 1, 2 oder 3 Wolframgewichte. Der Sinn und Zweck des Buffers ergibt sich praktisch von selber, wenn ihr euch die folgenden Zeitlupenaufnahmen anschaut. Zunächst hier die Aufnahme mit einem vollständig aufgebauten AR-15 mit Schließfeder und Buffer. Folgende Aufnahme ist nur die Schließfeder verbaut. Der Bolt Carrier läuft ja praktisch jetzt ungebuffert. Und was das Ergebnis ist, seht ihr gleich selber. Hier nochmal der gleiche Versuch, nur rein durch Schwerkraft ohne Schließfeder, um zu demonstrieren, dass die Schließfeder wenig Einfluss auf diesen Bounce hat. Und ja, erste Video ist erstmal wieder ohne Buffer, das zweite Video mit Buffer. Man sieht also sehr schön, dass der Bolt Carrier ohne Buffer beim Verriegeln von der Barrel Extension noch einmal zurückprallt und erst dann wieder von der Schließfeder nach vorne gedrückt wird und damit vollständig verriegelt wird und jetzt die Bewegungsenergie vollständig abgebaut ist. Nun kommt unser Buffer ins Spiel. Dieser ist in sich erstmal schon mal ein zusätzlich bewegtes Teil mit weniger Masse als dem Bolt Carrier, der hiermit von sich aus schon das Buffer-Bounce abfangen kann, weil er unabhängig vom Buffer vom Bolt Carrier zurückprallen kann. Unterstützt wird das Ganze nochmal durch die 5 bis 3 Gewichte, die im Inneren verbaut sind, die eben lose drin verbaut sind und in sich nochmal selbstständig abprallen können. Die losen Gewichte im Inneren sind jetzt auch der Grund, warum es völlig normal ist, dass ein Buffer klappert. Im vorhin angesprochenen Video hat der Reviewer bemängelt, dass bei seiner Schmeißer nach bei 1 oder 2000 Schuss der Bolt Carrier geklappert hat. Der war der Meinung, dass dies bei Auslieferung nicht war. Wir haben jetzt hier einen Bolt Carrier, mit dem wurden 7 Schuss zur Probe abgefeuert. Ihr hört, klappert genauso. Hier, dieser Bolt Carrier hat über 1000 Schuss raus, das ist der Original Schmeißer Bolt Carrier. Praktisch kein Unterschied. Wenn es bei dem Reviewer wirklich so war, dass am Anfang nichts geklappert hat, was bei meiner eventuell auch war, ich kann es wirklich nicht mehr sagen, dann liegt es wohl eher daran, dass die Gewichte im Inneren noch irgendwo zu viel Reibung hatten, weil noch irgendwo Beschichtungsmaterial oder sonst irgendwas war. Praktisch durch das Einschießen hat sich das verringert und die Gewichte tun genau, was sie sollen. Sie prallen einzeln voneinander ab und nehmen somit die Bewegungsenergie auf. Was macht jetzt praktisch den richtigen Buffer in einem AR-15 oder AR-15 so wichtig? Bei unserer halbautomatischen Variante im zivilen Bereich ist es eigentlich nicht weiter relevant. Durch eine geschickte Abstimmung vom Buffer, vom Bolt Carrier Gewicht, von der Stärke der Schließfeder und durch die von der Größe oder Öffnung des Gasports kann das Rückstoßverhalten ein bisschen getrimmt werden. Es kann also die Waffe auf einen weicheren Rückstoß eingetrimmt werden oder auf eine schnellere Funktion. Aber jetzt für die absolute Funktionssicherheit hat es für uns als Sportschützen oder als Jäger relativ wenig Nebensache oder Belang, weil
wir kaum in der Lage sind, den Finger schneller wieder auf den Abzug abzudrücken, als wie der Ball Carrier am Ende wirklich vollständig noch verriegelt ist. Also wenn man jetzt nicht gerade Jerry Mitchell ist und irgendwelche Weltrekorde aufstellen will, spielt es grundsätzlich erstmal keine Rolle. Wichtig wird eine richtige Abstimmung mit dem Buffergewicht praktisch erst bei einer vollautomatischen Variante, sprich M16 oder M4, weil eben hier beim Vorlaufen des Verschlussträgers, bereits beim ersten Vorlaufen des Verschlussträgers durch den hier jetzt bei meinem zivilen Träger natürlich nicht vorhandenen Anschlagpunkt, der Folgeschuss bzw. die Folgeauslösung des Hammers ausgelöst wird. Und wenn der Hammer jetzt praktisch an der Waffe ausgelöst wird, bevor der Verschlussträger seine endgültige Ruheposition aufhat, kann es natürlich passieren, dass der Hammer auf den Verschlussträger und auf den Schlagbolzen auftritt, bevor der Verschluss in seiner endgültigen verriegelten Position ist, was im einfachsten Fall einfach zu einem Anzündversager führen kann und damit zu einer Störung, die man natürlich nicht haben wollen würde. Im schlimmsten Fall kann es aber zu einem sogenannten Out-of-Battery-Discharge kommen, also sprich einer Auslösung der Patrone, wenn der Verschluss nicht vollständig verriegelt ist. Hier kann es im allerschlimmsten Fall wirklich zu einer Totalzerstörung, zu einem Kabumm an der Waffe kommen, was natürlich auch entsprechende Personenschäden nach sich ziehen könnte. Ein bisschen hier als Trivia: Die M16 oder M16 hatten ja natürlich anfangs in Vietnam doch ihre größeren Problemchen. Und eine der Ursachen für diese Probleme war eben, dass die ersten M16, die nach Vietnam kamen, keine Buffer hatten, sondern eine reine Plastikfederführung. Und in Kombination mit der damals an sich falschen verwendeten Munition kam es dazu zum Outrun oder also zum Überrennen des Hammers und damit eben zu diesen ungewollten Auslösezeitpunkten, wenn der Verschluss eben nicht vollständig verriegelt war und damit zu Funktionsstörungen. Zu weiteren Informationen zu dem Thema, für die, die der englischen Sprache mächtig sind, würde ich euch hier Videos von Chris Pardocci empfehlen. Ich verlinke auch nochmal speziell jetzt zu dem über die Buffer in seiner Theorie. Somit weiterhin viel Spaß und Erfolg mit euren AR-15. Das war's.